Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde! Wir sind hier wieder beim Champions League Orakel. Ja, lange gab es nichts zu gutem, was, ich weiß nicht, wie ich den Satz weiter beenden soll. Crisinho ist mit am Start. Ja, so sieht das aus. Ja, wir zocken mal wieder einen Champions League Orakel. Und ausnahmsweise mal. Ausnahmsweise mal, ja. Ich war ja lange Zeit vom Erdboden verschwunden, könnte man sagen. Das lag unter anderem an der Leitung an der, ja, also ich bin ja umgezogen und so, und da war es halt alles nicht ganz so einfach. Und ich spiele, wie spiele ich denn hier? Lemina, wer ist das denn überhaupt? Den nehme ich erstmal raus, hier, der ist kacke. Oder? Ja, komm hier, Imbula. Reus fit, ja, ne? Reus? Ja, Reus ist fit, hast du ja gerade vorgelesen, oder nicht? Ja, ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Ja. Ist ja nicht so einfach. Man weiß ja nie, wer hier überhaupt noch mit dabei ist. Ich setze mal hier für den Sven Bender den Marvin Duksch da hin und der Friedrich ist ja eh gesperrt. Da setze ich hier Amini hin und überhaupt. Mit dem Muskelspielchen? Nee, ich setze den nur auf die Bank. Ah, okay. Da kommt der Duksch, lass mal raus. Bei mir ist der Schein noch auf der Ersatzbank. Ja, Dortmund ist ja hier gebeutelt, arg gebeutelt. Ja, nicht mehr feierlich. Ja, die haben auch scheiße gespielt in den letzten Spielen, muss man ehrlich sagen. Ja, das stimmt, das ist korrekt. Aber ich meine, es kann ja auch nicht sein, dass hier alle zwei Spiele irgendwie wieder wer ausfällt. Ja gut, ist natürlich ein bisschen Verletzungspech und so. Die werden ja auch immer umgeholzt, ne? Ah. Wenn sie nicht umgeholzt werden, dann machen sie das selber. Also verletzen sich selber. Ja. Ja. Das ist übrigens ein entscheidendes Spiel hier, ne? Ja, in der schönen Mittagssonne von Marseille. Ja. Boah, und da sieht man, die Abwesenheit macht sich bemerkbar im Aufbauspiel. Zack. Doch nicht. Ich hab ja noch nicht einmal den Ball gehabt. Ja, hier, klar, die haben auch so viel. Boah! So, hier, der Reus. Der Lewandowski. Dann nicht. Ah. Oh. Sokratis! Papastathopoulos! Hey! Sehr gut, der Reus. Was ist der Reus ein Hörn? Ah. Ja, klar. Da ist Mandada. Oh, guck mal hier. Oh, der ist ein bisschen langsam hier, der Gignac. Das ist der Koray Günther hier. Der angeblich. Lalala, nee. Nein, Mann. Wo schießt man nochmal? Das verrate ich dir nicht. Fuck. Mach mehr! Robert! Weg damit. Komm, Köpf hin. Und jetzt. Obami, ja. Boah, guck mal, wie der den klärt. Ja, das ist fast von meiner Kriegerstyle. Ey, ja, da muss man auch mal hier ganz klar sagen, kann ich schießen. Ich weiß nicht, wie das geht hier. Nee, so wollte. Nein. So wollte ich erst mal recht nicht schießen. Ja. Nein. Übrigens, Commander Krieger-Style ist geil. Ah, da muss ich hier wieder jemand rein. Die Nutte! So, was gibt's denn noch zu sagen zur Champions League? Ja, zur Champions League. Ja. Was kann man da sagen? Entscheidende Spiele insgesamt für alle deutschen Vereine. Gut, für Bayern München geht es darum nur Erster oder Zweiter. Ansonsten Schalke, Leverkusen, Dortmund. Wichtig, wichtig, wichtig. Ja, Leverkusen hat ja auch eine ordentliche Klatsche gekriegt, ne? Und? Mit dem 0-5 gegen Man United. Ja. Boah, war abgeklärt, der Koray hier. Abgeklärt. Ja. Wie ein 30-Jähriger. Ja, genau. Boah. Da ist aber schon ein bisschen Unruhe hinten, ne? Ja, das ist. Was? Abseits? Da ist natürlich auch viel Druck jetzt da. Also, ich meine, ohne die Europa League runterzuwerten, aber ich weiß nicht, bekommt man da, wenn man gewinnt, vielleicht wahrscheinlich genauso viel, wie wenn man jetzt weiterkommt ins Achtelfinale Champions League. Ey, jetzt mal ganz ehrlich. Du brauchst nicht sagen, ohne die Europa League runterzuwerten. Was spielen denn da für Vereine?
Vereine, die ihren Namen ich nicht aussprechen kann. Ja, genau das ist es. Da spielen also Elfsborg und Eisberg und Freiburg. Nein. Oh! Nein. Oh! Oh mein Gott. Alter. Ja, gut. Das kann man jetzt mal so stehen lassen. An den Pfosten. Gibt's da nicht, ey. Und dann knapp drüber. Scheiß die Wand. Ja, ich kann auch nicht bei diesen Lichtverhältnissen, kann ich ja nicht spielen hier. Ah, genau. Die Lichtverhältnisse sind's. Ja, die Dortmunder sind hier daran gewöhnt, hier im Blutlicht, aber bei dem hier ist ja... Was ist denn das schon wieder? Ey, du wirst auch nur verpfiffen hier. Die Schiedsrichter haben alle, sind alle hier überhaupt gegen und so. War ein böses Foul. Boah! Boah! Nee. Ich will ja gar nicht wissen, wie du kommst, wenn er Tor drückt, also wenn du ein Tor schießt. Oh oh. Oh, bei mir, Jan, jetzt zeig doch mal, dass du... zu schnell bist. Ja. Ja, toll. Oh. Okay. Ja, zerr dem. Ich hab nicht gezerrt. Ich hab nicht gezerrt. Ich hab nicht. Nee, klar. Ja, nicht. Du hast geschoben, gedrückt. Du hast alles andere gemacht. Okay, ja. Da hast halt. Aber nicht gezerrt, Freundchen. Ja, aber der Schiri, der hat das ja wieder hier. Gut mitgespielt. Oh. Entscheidenden Moment dazwischen. Er schwankt und schwankt, aber er will nicht fallen. Boah, schön über außen gespielt. Oh, der ist ja schnell. Genau. Wo kommt die Flanke? Ja, leider ein bisschen zu lang. Wer ist denn da rechts bei dir? Piszczek, ne? Ja. Oh, ja, Mann, ob der ey. Schon so Champions League tauglich jetzt wieder ist. Mit seiner Spielpraxis. Nach einem halben Jahr. Die kriegt er ja in jedem Spiel derzeit. Oh, guck mal. Oh, shit. Hochpacken das Spiel, ja. Also Schalke muss gegen Basel gewinnen. Sollten die eigentlich... Oh, da ist das 1:0! Diawara! Klingelingelingelingelingeling! Türchen! Schmeckt dir das, Grisinho? Hm? Oh ja. Wie du dich feiern kannst, dass du gegen Dortmund triffst. Das ist... Ich dachte noch vor dem Spiel so... Ja, komm, nimm du Dortmund, ne? Nee, ich hab das seit 3 Monaten nicht mehr gespielt, ich kann das nicht. Ja, siehst ja, reicht ja für mich immer noch. Ist eigentlich irgendein Spiel überhaupt, in dem ich überhaupt irgendwas kann? Nein. Ghost krieg ich auf. Ja, eben, genau. Den Ghost krieg ich nur auf die Fresse. Ja. FIFA läuft jetzt nicht. Auch. Brauch wieder Trials. Mit solchen Flanken kannst du. Ja, da kannst du natürlich suchten und dann die Maps auswendig können. Aber Talent sehe ich jetzt eher nicht. Weißt du, da muss ich mir von einem anhören lassen, der 3 Monate hier nicht da war, ey. Und dir trotzdem in den Arsch versohlt. Guck mal, du bist ganz frei. Kannst du machen? Mach's auch. Scheiße. Ja, ist denn da los, der Miki? Die Mücke hat zugestochen, würde ich sagen. Mücke? Wo kommt der behinderte Spitzname eigentlich her? Von Bild.de. Ja, herzlichen Glückwunsch. Warum? Weil die ihn nicht aussprechen können. Ja, Mücke! Steht nichts mit Mü drin. Aber wir nennen ihn mal Mücke. Und Crisinho natürlich, ja, feier ich. Habe ich nie gefeiert. Ich habe nur das Tor gerade gefeiert. Ach. Oh oh. Zack, ganz sicher nach unten. Nee. So nicht. Boah. Oh. Danke. Der Aubameyang hat auch nichts drauf, außer Abseits. Ganz, ganz, ganz klares Ding. Wenn man hier sieht. Knapp. Oh ja, gut gespielt. Boah, ist klar. Boah, der ist schön gespielt. Oh, schade. Leider ein Ticket zu langsam. Ja, man merkt hier, es ist hohe Konzentration, aber die Scheiße ist immer, wenn ich hier anfange, was zu erzählen, dann geht das schief. Weil eben bei Schalke gegen Basel, ne, wird Schalke ja wohl packen. Schwieriger hat es da ja Leverkusen, weil die müssen ja, ja, ist klar, weil die müssen ja darauf hoffen, dass Donetsk gegen Man United patzt.
und aus eigener Kraft dann halt, och, damit sie noch eine Chance haben. Ja, Dortmund, wenn die gegen Marseille gewinnen, wo es ja hier noch nicht ganz so aussieht, aber vielleicht, da wird das noch was. Ja, Wechsel brauche ich eh nicht, kann ich ja nicht. Nee. Ja. Dann, ja, Dortmund hat selbst in der Hand auf jeden Fall. Ja. Im Gegensatz zu den anderen. Wie sieht es bei Schalke aus? Ja, die haben es ja auch in der eigenen Hand. Bayern ist ja eh schon weiter. Ja, hast recht. Also, was sagst du denn hier als ausgewiesener Experte zur Auslosung der Gruppen bei der WM? Ich habe ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Okay, andere Frage. Nee, aber das kannst du mir gerne erzählen. Ach so, damit du wieder enttäuscht werden kannst. Ja, die Gruppe A besteht aus Brasilien, Mexiko, Kamerun und... Oh, Alter. Sorry. Erzähl weiter. Mexiko. Usbekistan, wie hast du noch gesagt? Ja, Somali ist auch dabei. Nein. Kamerun, Mexiko und Kroatien. Kroatien, Brasilien, das Eröffnungsspiel. Da hat er mal gezeigt, dass er doch nicht so langsam ist, der Aubameyang. Gabun ist nicht dabei, aber da ist das 2-1 erstmal. Ja. Schade, dass das Eröffnungsspiel nicht halt irgendwie Mexiko gegen Brasilien wäre. Wäre bestimmt ein richtiger Kracher in Amerika, also Süd- und Mittelamerika. Da wird ja gar keiner auf der Straße noch sein. Du gewinnst. Und so, Gruppe B. Das erste Spiel ist die Wiederholung des WM-Finals von 2010. Holland gegen Spanien. Ah, oh, okay. Dazu gesetzlich noch Chile. Ganz interessant, würde ich sagen, weil Chile, da wird es ja dann, glaube ich, darum gehen. Was macht er denn? Wer gegen Chile quasi Punkte liegen lässt, eventuell, der muss ja dann, sofern alles normal läuft und Brasilien in der ersten Gruppe Erster wird, im Achtelfinale schon ja, antreten gegen eben Brasilien. Also entweder Spanien oder Holland. Australien lassen wir mal da außen raus, weil die, naja, glaube ich nicht, dass sie da... Einfach, ne? Ja. Australien? Ja, gut. Aber da freue ich mich schon drauf. Boah. Gruppe C haben wir dann weiter. Finde ich mit einer der interessantesten, ausgeglichensten. Besteht aus Griechenland mit seinem Star Mitroglou. Elfenbeinküste natürlich mit Drogba. Dann haben wir Kolumbien mit Falcao. Und dann haben wir noch Japan mit Kagawa. Da finde ich, ja, wird interessant sein, wenn sich da durchsetzt. Also würde so ein bisschen vielleicht sogar darauf wetten, dass ja, Japan und Kolumbien, also Kolumbien erster, Japan zweiter. Aber ich glaube, das, wie gesagt, wird eine enge und spannende Gruppe. Boah, ich habe da einen fetten, geilen Vorschlag. Ich meine, ihr habt ja jetzt eine Menge Zeit. Fössel macht wieder Videos. Warum simuliert ihr nicht die komplette WM? Genau, ich habe auch tagtäglich Zeit. Schauen wir mal, was aus diesem Vorschlag wird. Ja, mache doch. Oh mein Gott, ey. Ja, aber wäre auf jeden Fall machbar. Machbar? Ja, genau. Du glaubst auch jetzt hier, du wärst hier jetzt Captain Tsubasa himself, ey. Ja, sicher. Wer denn sonst? Der Rasen biegt sie doch schon. Uah. Oh, oh. Ja, genau. Sagt zu mir Captain Tsubasa himself und zieht dann aus 35 Metern ab. Man kann, ja, noch ein bisschen, man kann das noch ein bisschen einfacher machen. Die Abonnenten dürfen mitspielen. Muss auch, was haben wir dann noch? Weiter geht's. Gruppe D. Gruppe D. Gruppe D. Was haben wir in Gruppe D? Hauptpreis ist ein Essen mit dem Cresenio. Oh. Sag mal, könnt ihr eigentlich diese Stimme im Offsort hier mal, im Offsort, sag ich schon, im, hier im Hintergrund mal sich zurückhalten? Geht leider nicht. Ich bin der stille Kommentator. Stille Kommentator. Ja, genau. Oh! Aha, was macht der beiden Fehler denn da? Ja, genau. So ein Ding kommt an. Das ist ein schlechter Scherz, oder? Das so, ja, und so ein Ding hält der Wichser auch noch. Das ist wie beim Fernsehen, da hat man immer einen Knopf im Ohr von der Regie. Mhm. Super.
Regie? Oh. Ja, jetzt geht auch noch mein Headset aus. Ja, besten, vielleicht ist das ein Zeichen. Ja. Vielleicht. Oh Gott. Ach Gott, das gibt's doch. Oh Gott, sie fix noch eins, ne? So, Marseille. Ihr habt mehr Ball. Macht was draus. Vielleicht ja beim nächsten Mal. Hier haben wir die Ballbesitzstatistik. Keine Vorteile für irgendeine der beiden Mannschaften. Nein, ach meine Güte. Ja. Okay. Wo spielt Deutschland denn? Ah ja, die spielt in der Gruppe G zusammen mit ein paar alten Bekannten. Ja, da haben wir zum einen den Kevin Prinz, der gegen den Jerome spielen wird. Aha. Da haben wir den. Nee, den haben wir den Cristiano Ronaldo, der hat sich vor der WM geäußert zu dem Thema Auslosung und meinte, alles noch nicht Deutschland. Haben ja, die jetzt nicht hingekriegt, weil Portugal ist dabei in der Gruppe mit Deutschland. Und ganz besonders freut sich auch der Jürgen Klinsmann. Der wollte nämlich nicht auf Deutschland treffen, ja. Hat auch nicht so hingehauen. Also USA, Ghana, Portugal, Deutschland. Ja, ist doch schön. Wir sind Favorit. Ist eine interessante Gruppe, aber natürlich sollten wir, da wir doch den Anspruch haben, Weltmeister zu werden, das auch hinkriegen. Ja, ist auf jeden Fall machbar. Ghana. Und, oh. Also ich denke mal Ghana und USA werden schwer haben. Portugal mit Ronaldo, mit Pepe, mit Coentrao, mit Charisma. Spielt der noch in der portugiesischen Nationalmannschaft? Ich glaube nicht. Nicht? Warum? Der ist doch nicht. Ist der, wie alt ist er? Arschloch? Ja, sicher. Was ist das denn? Vegetarian, mein Gott. Ja, das ist ein Tor. Das ist das 3:1. Das ist die Entscheidung. Damit ist Dortmund weiter. Was war das denn? Und dein Torwart sollst du mal überlegen, ob er nicht sich eine Brille kauft. Wenn er den Ball nicht so sieht. Nee, das war schlecht. Nee, das ist einfach nur schlecht. Da muss ich sagen, Gratulation an, an EA. Für die Programmierung der Torwette, die wirklich 1A hinbekommen. Möchtest du doch sagen, was anderes? Wolltest du nicht eben noch schon noch was sagen? Was hat für ein Scheißverein ist, oder was? Dazu sagen. Nee, das sparen wir uns lieber fürs nächste Mal. Ach so, ja, wir sind ja auch schon am Ende, ne? Und ja, mein Headset ist auch am Ende. Leider. Und ich bin auch am Boden. 3:1, ey. Dann. Jawohl, da kommen Konfetti. Das Spiel hat es erkannt. Ja, so. La, überreichen wir noch den goldenen Pokal. Ja, ja, freu dir ein Bein ins Ast. Nachricht von der Regie, wir müssen jetzt leider zum Ende kommen. Ja, und damit sage ich auch, wir sind raus, macht's gut, haut rein, schreibt vor und Mädels hupen vom Tisch, schön beim Einpacken, dass die Dinger wieder abfringen. Ja, BVB. Tschüss.